Nusspfannkuchen mit Schokoladenmousse. Vorbereitungszeit: 20 Minuten plus 1 vor 4 Stunden. Kühlzeit. Zubereitungszeit: 20 Minuten. Ergibt 8 Stück. 250 Gramm dunkle Couverture. Gehackt 125 Milliliter Sahne. 1 EL brauner Zucker. 2 Eier, getrennt. 1 EL Tia Maria Likör 160 ml Schlagsahne zum Servieren vor 2 Becher gehackte geröstete Haselnüsse. Zum Servieren: Nusspfannkuchen, VJ Bechermehl, ITL Backpulver, 1 EL Zucker, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse 1/4 I Milch, 2 Eier, verquirlt, 30 Gramm Butter, zerlassen. Erste Schokolade und Sahne in einer Hitze über unbekanntes Zeichen. Ständigen Schüssel im Wasserbad unter unbekanntes Zeichen. Renn erhitzen, bis die Schokolade schmilzt. Und eine glatte Schoko unbekanntes Zeichen. Creme entsteht. Etwas abkühlen lassen. Erst Zucker und Eidotter. Dann den Likör unter unbekanntes Zeichen. Rühren. Mit Frischhalter unbekanntes Zeichen. Folie abdecken und gut 15 Minuten kühlen. Zweitens Eiweiß mit dem Handmixer Steifschlag unbekanntes Zeichen. Gehen. Mit einem Metall Löffel unter die Abge unbekanntes Zeichen. Kühlte Schokoladen unbekanntes Zeichen. Creme heben und für eine Stunde kühl stellen. Drittens für die Pfannkuchen. Mehl und Backpulver. 7. Mit Zucker und gemahlenen Haselnuss unbekanntes Zeichen. Senf vermischen. Milch und Eier zugeben. Zu einem glatten Teig fair unbekanntes Zeichen. Rühren. Butter unter unbekanntes Zeichen. Rühren. Mit Frischhalter unbekanntes Zeichen. Folie abgedeckt 10 Mittwoch unbekanntes Zeichen. Nacken ruhen lassen. Zweitens je 3 EL Teig in eine leicht gefettete, beschichtete Pfanne geben und zu einem Pfannkuchen von etwa 15 cm Durchmesser verlaufen lassen. Bei mittlerer Hitze etwa 2 Minuten. Von beiden Seiten goldbraun backen. Auf einen Teller geben, mit einem Geschirrtuch abdecken und in den warmen Ofen stellen. Vorgang mit übrigem Teig wiederholen, dabei Pfanne nach Bedarf. 160. Fünftens mit einem Löffel eine Portion Schokoladenmousse auf eine Hälfte jedes Pfannkuchens geben. Pfannkuchen zuklappen, auf einen Servierteller geben und mit Schlagsahne und gehackten Nüssen mit Orangencreme. Vorbereitungszeit: 20 bis 30 Minimum plus 20 Minuten. Ruhezeit. Zubereitungszeit: 20 bis 30 Minimum. Für 8 Personen. 2 Becher Mehl. 1 Prise Salz. 2 Eier, verquirlt. 125 ml Milch. 1/ITL geriebene Orangenschale, 60 ml Orangensaft, 75 Gramm Butter. Orangencreme. 375 ml Milch. 1 Ei zusätzlich. 6 TL Vanille. Puddingpulver. 2 EL Zucker. 1 TL geriebene Orangenschale, 1 EL Orangenlikör. Nach Belieben, 50 Gramm Butter zusätzlich. Erstes Mehl und Salz in einer Schüssel mischen. Eier, Milch, Orangenschale und Saft zugeben. Alles zu einem glatten Teig verrühren. Butter zerlassen und untermischen. Mit Frischhaltefolie abgedeckt 20 Minuten ruhen lassen. Etwas Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen und je 2 bis 3 EL Teig hineingeben. Pfanne schwenken, damit der Teig gleichmäßig verläuft. Pfannkuchen von beiden Seiten goldbraun backen. Auf einen Teller geben, mit einem Geschirrtuch abdecken und im Ofen warm stellen. Vorgang mit dem übrigen Teig wiederholen, Pfanne nach Bedarf buttern. Zweitens für die Orangen unbekanntes Zeichen. Creme, Milch in einem Stieltopf fast aufkochen. Vom Herd nehmen. Zusätzliches Ei, Vanille.
Vanille unbekanntes Zeichen. Puddingpulver, Zucker. Und Orangenschale in einer hitzebeständigen Schüssel zu einer Paste. Verrühren. Heiße Milch. Portionsweise Unterrüh unbekanntes Zeichen. Rin. Alles zurück in den Topf geben. Unterrüh unbekanntes Zeichen. Rin erhitzen, bis die Creme aufkocht und eindickt. Vom Herd nehmen, Likör unter unbekanntes Zeichen. Rühren. Mit Frischhalter unbekanntes Zeichen. Folie abgedeckt kühlen. Drittens eine Auflaufform. Fetten. Auf jeden Pfann unbekanntes Zeichen. Kuchen 2 L Orangen unbekanntes Zeichen. Creme geben. Enden. Einklappen, Pfannkuchen unbekanntes Zeichen. Schon aufrollen, in die Auflaufform legen. Zu unbekanntes Zeichen. Setzliche Buttersalat unbekanntes Zeichen. Senf und Pfannkuchen. Damit einpinseln. Vierter Backofen auf 180 Grad Celsius. Vorheizen. Pfannkuchen. 15 Minuten backen. Pfannkuchen mit Zitrone. Vorbereitungszeit, 10 Minuten plus 10 Minuten. Ruhezeit. Zubereitungszeit, 3 Minuten je Portion. Ergibt 10 Stück. 2 große Bananen. 1 Ml Zitronensaft. 4 Becher Haferflocken. 1 Prise Salz. 1/2 Becher Mehl. 1 Tl Backpulver. 2 Ml Zucker. 1 Ei, verquirlt. 80 ml Milch. 50 Gramm Butter, zerlassen. 2 Zitronen. 1 bis 2 Bananen, Zusatz. Li 2 Ml Zimtzucker. Erste Bananen mit einer Gabel zerdrücken und mit dem Zitronensaft verrühren, damit sie sich nicht braun färben. Zweite Haferflocken im Mixer grob zerkleinern. Dann mit Salz, Mehl, Backpulver und Zucker in einer Schüssel 4 unbekanntes Zeichen mischen. Ei, Milch und zerlassene Butter hinzu unbekanntes Zeichen fügen. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Die zerdrückten Bananen unbekanntes Zeichen nehmen gut unterrühren. Mit Frischhaltefolie abgedeckt gut 10 Mittwoch unbekanntes Zeichen Nacken ruhen lassen. 162. Drittens je 2 Ml Teig in eine leicht gefettete, beschichtete Pfanne geben. Bei mittlerer Hitze in etwa 2 Minuten von beiden Seiten goldbraun backen. Viertens die Zitronen über den Pfannkuchen ausdrücken. Vor dem Sehr. Vieren die Pfannkuchen mit Bananenscheiben belegen und großzügig mit Zucker und Zimt bestreuen. Schleim. Vorbereitungszeit, 15 Minuten plus 20 Minuten. Ruhezeit. Zubereitungszeit, 1 bis 2 Minimum je Küchlein. Ergibt 24 Stück. V/4 Becher Mehl 2 größer als /2 TL Backpulver größer als /4 TL Natron LH Becher, Zucker 160 ml Milch 2 Eier, verquirlt 20 Gramm Butter, zerlassen 160 ml Schlagsahne 2 h Becher Himbeermarmelade. Erstes Mehl, Backpulver, Natron und Zucker in einer Schüssel mischen. Milch und Eier zugeben unbekanntes Zeichen. Ben. Alles zu einem glatten Teig verrühren. Mit Frischhaltefolie abgedeckt 20 Minuten ruhen lassen. Zweitens eine große Gusseise unbekanntes Zeichen. Pfanne mit etwas zerlassener Butter. Einpinseln. Teig Esslöff unbekanntes Zeichen. Verwirse im Abstand von 2 cm in die Pfanne geben. Drittens bei mittlerer Hitze in etwa 2 Minuten von beiden Seiten goldbraun backen. Auf einen Teller geben, mit Geschirrtuch abdecken und warm stellen. Vorgang mit übrigem Teig wie die roh unbekanntes Zeichen lehnen.